Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Subnautica. So, wir sind hier immer noch beschäftigt mit dem Umzug unserer Aquarien. Die Dicken haben wir schon mal umgesiedelt. Jetzt müssen wir nur noch weitermachen. Die Stalker würde ich sehr gerne hier lassen. Und den Elektrowurm, wo könnten wir den Elektrowurm reinpacken? Weil offensichtlich wollen die ja Botanik. Ich denke, es lag an der Botanik, dass es das letzte Mal geplatzt ist. Und offensichtlich wollen die Botanik. Daher würde ich fast sagen, nehmen wir uns von der Augenpflanze einen kleinen Samen. Und pflanzen die dann oben an. Und irgendwas anderes können wir noch reintun. Wobei, die gefallen mir eigentlich schon sehr gut, weil sie halt so ein hübsches Licht machen. Caution. Dehydration detected. Schon wieder? Mann, was trinkst du so viel? So. Okay. Dann haben wir hier die Dicken. Dann würde ich sagen, tu mal hier den Elektrowurm rein, oder? Das ist doch ideal für Elektrowürmer. Und so. Schauen wir mal, ob wir ihn da reinkriegen. Wahrscheinlich zerlegt es mir gleich wieder das Habitat. Elektrowurm. Wo bist du? Bei den würde ich eigentlich gerne hier lassen. Der Elektrowurm gefällt mir hier eigentlich ganz gut. Vielleicht werden wir mal mehrere kriegen. Dann tun wir sie outsourcen. Aber an und für sich gefällt es mir eigentlich ganz gut, wenn er hier ist. Weil wenn man hier reinkommt, dann sieht man ihn meistens direkt. Und das finde ich eigentlich ganz nice. An dem Aquarium würde ich fast ungern noch was machen, weil ich finde es eigentlich schön, wie es ist. Ein bisschen übervoll, aber an und für sich echt hübsch. Wir brauchen auf jeden Fall hier noch ein paar Spielkameraden. Ja, aber ich würde fast sagen, wir holen uns jetzt erstmal ein paar Spielkameraden. Als allererstes hauen wir uns den Wanst voll und dann suchen wir noch ein paar Eier. Dann spielen wir Ostern. Ich schaue zum Inventory aus, das ist irgendwie ziemlich voll noch. Das ganze Titan jetzt hier erstmal weg. Weg damit. Dann was essen. Zack, 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 zack. Und uns geht's wieder gut. So, dann will ich Eier haben. Let's Oster. So, ich vermute mal, Stalker-Eier werde ich hier finden. Perfekt. Da haben wir doch direkt eins. Wahrscheinlich beschneide ich jetzt hier die voll. Weil die vermehren sich ja auch irgendwie. Und wahrscheinlich jetzt dann nicht mehr. Aber ist jetzt, wie es ist. Die Gleitfische, die mag ich voll. Wir nehmen jetzt hier auf jeden Fall noch ein paar Fische mit. Dem fehlen doch die Augen, oder? Komm her, komm her, komm her. Hab ich dich. Und einen Gary nehmen wir auch noch mit, weil es so lustig ist. Gary? Die haben einfach keinen großen Lebenserhaltungstrieb. Die Garyfische. Die sind einfach ein bisschen dumm. Hey, da war ein Blutegel. Hey, ein Stalker. Bumerangfisch. Werde ich gejagt? Oh, bis da unten hat er mich tatsächlich gejagt, der Sack. War ja fast klar. Und hier ein paar von den Blasenfischen wäre eigentlich auch nicht verkehrt. Also irgendwie sind die klüger geworden. Mal wieder. Und ich glaube, der hat schon wieder einen Wallhack gehabt, oder? Oder habe ich es jetzt einfach nur nicht richtig gesehen? Die schlafen, die Viecher, sage ich euch. Darum sind die Augen zu.
Und ich wechsle sie ganz unschön. Aber irgendwie leckt es gerade ein bisschen. Ziemlich ungewohnt. Mal gucken, wo dann die Scheiße gerade liegt. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall noch ein Ei. Schaut es im Inventory aus, ja. Und jetzt schnell nach oben. Das Ei musste ich einfach noch mitnehmen. Das ging nicht anders. Das hätte ich mir nicht verziehen, wenn ich es nicht mitgenommen hätte. Ah, Inventory voll. Alles klar. So, dann zurück zur Base. Base, wo bist du? Ach, die ist da hinten. Ja, jetzt sind wir wirklich voll. Gut, wir haben jetzt auf jeden Fall ein paar Spielkameraden mitgenommen. Wir haben ein paar Stalker-Eier dabei. Sagen, in das neue Aquarium werfen wir einfach die neuen Stalker-Eier rein. Das erste, das würde ich gerne so lassen, wie es ist. Weil das gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber ins zweite könnten wir tatsächlich ein paar Stalker reinwerfen. Gut. Das können wir erstmal wegtun. Hier habe ich doch tatsächlich keine Batterie mehr drin. Nicht vergessen, eine Batterie aus dem Zyklop mitnehmen. So. Bei euch, alles Roger. Ja, passt. Gut. Und hier würde ich sagen, haben wir jetzt einfach ein paar Stalker-Eier rein. Ein paar Viecher noch. Just for fun. Und dann sollte das eigentlich laufen. Schade, dass die keine Eier legen. Das wäre irgendwie, das wäre echt nice. Aber tun sie nicht. Na, ich schon ausprobiert. Beziehungsweise beobachtet. Und schade, dass sie keine Zähne verlieren. Das wäre richtig geil. Ich hätte echt mal versucht, den hier auch so Metallschott reinzulegen. Aber das haut einfach nicht hin. Hier, ich kann es einmal nicht ablegen. Und ich kann es ihnen auch nicht geben. Normalerweise sind hier daran irgendwie interessiert, aber hier leider nicht. Stalker? Nö. Juck dir nicht die Bohne. Und das ist irgendwie schade. Das wär richtig geil gewesen, Leute. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar Stalker. Dann gehen wir ganz kurz in den Zyklop rein, um uns zwei neue Batterien zu holen. Weil da sind sie ja noch gecraftet drinnen. Zwei Batterien. Und dann würde ich gerne von diesen Gaspod-Viechern noch ein paar Eier haben. Und hinten bei den Riesenpilzen, da müsste es eigentlich auch Eier geben von diesen, ja, Elektroquallen, whatever. Ich sehe aber gerade auch keine Gaspots. Ah, da ist sicher ein. Hat die irgendwo Eier gelassen? Wahrscheinlich nicht. Ihr habt keine Eier. Alles klar. Doch, 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 doch. Ich habe eins gefunden. Na, 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 na. Das war's aber, oder? Ein weiteres habt ihr jetzt nicht für mich. Nee. Mehr haben die jetzt momentan nicht für mich. Schade eigentlich. Was haben wir hier? Metallschrott. Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Und eigentlich müsste es doch auch irgendwo Eier von
den Drecksviechern hier unten geben, oder? Von diesen großen, bösen Mistviechern, die mir immer auf den Sack gegangen sind. Da müsste es doch auch irgendwo Eier geben. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es hier keine Eier gibt. In so einem riesigen Biom. Wahrscheinlich einfach nur verdammt gut im Gras versteckt. Ha! Kreaturenei aufgenommen. Suck my balls. Wusste ich's doch, dass da was gibt. Die Frage war weniger das Ob, als das Wo. So, erstmal ein bisschen Luft holen. Klassiker halt. Wenigstens geht das draußen relativ flott. Und dann gehen wir wieder runter. Also noch so ein Ei wäre natürlich jetzt extrem titte. Aber jetzt sehe ich gerade leider keins. Ich sehe Spuckpflanzen. Davon könnten wir uns auch was abschneiden, aber eigentlich will ich keine Spuckpflanze in meinem Aquarium. Wenn ich ganz ehrlich bin. Fände ich die Idee jetzt nicht so gut. Aber was ist hier so eine klassische biomtypische Pflanze? Außer die Spuckpflanze. Das rote Gras. Aber das kann ich ja nicht mitnehmen. Rotes Gras ist leider nicht drin. Spuckpflanze will ich nicht. Hey, überall. Also hier will ich echt alles irgendwie töten. Extrem schlecht geraunte Viecher hier unterwegs. Und noch ein Ei. Jetzt haben wir doch schon erstaunlich viele Eier gefunden. Jetzt gehen wir mal ganz kurz mal Luft holen. Da würde ich aber fast auch sagen, da machen wir auch ein großes Aquarium draus, oder? Ja, doch. Das würde wirklich Sinn machen, da auch ein großes Aquarium draus zu machen. Wo sind wir denn? Nee, an der Aurora sind wir jetzt nicht wirklich nah dran. Aber irgendwie so eine biomtypische Pflanze hätte ich doch noch verdammt gerne, aber ich wüsste jetzt gerade echt nicht was. Inventar voll. Ja, schon klar. Das war mir schon klar, dass sie mich jetzt anknabbern werden. Das war mir jetzt aber wurscht, das Ei wollte ich mitnehmen. Wow! Dass der direkt hinter mir ist, das war mir jetzt allerdings nicht klar. Hat er mir jetzt in Ruhe gelassen? Oder ist er angepisst, weil ich seine Eier mitgenommen habe? Ja, komm, das lassen wir jetzt. Hey, wir haben hier auch noch einen anderen. Ah, ja, genau, wir haben so ein. Ein Ei können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Das geht auf jeden Fall. Das machen wir auch noch. Also eins finden wir auf jeden Fall noch. Da bin ich mal vorsichtig optimistisch. Das Problem ist, mir geht gleich der Saft für den Seaglide aus. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich gleich gejagt werde.
Vielleicht sollte ich den Strom hier oben mal schnell leer fahren. Nachladen. Ich denke, das ist das Klügste. Und dann gucken wir mal schnell, wo wir noch so ein Kackei finden. Das sind doch diese Fächer und dieses Gras. Das ist doch irgendwie biomtypisch, oder? Hey, hey, hey. Fächer und Gras würde ich fast biomtypisch nennen. Aber ich sehe gerade im Moment leider, leider keine Eier. Nullus Eiros. Nope, da auch nicht. Die erkennt man aber auch echt schwer. Wahrscheinlich bin ich schon an 15 vorbeigecruised. Und in der Aufnahme sieht man es dann. Und denkt sich nur, Mann, da, links, da ist eins. Verdammte Scheiße, nimm's auf. Leute, kenne ich zu gut. Wo ist denn unsere Base? Dann können wir schon mal Richtung Base cruisen. Die ist jetzt hier eher rechts. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, erstmal in die Luft. Wäre jetzt schade, die Eier, die wir schon haben, zu verlieren. Aber alles problemlos. Aber eins würde ich halt echt verdammt gerne noch mitnehmen. Es kann doch nicht so schwer sein, jetzt hier noch eins zu finden. Aber ich sehe, ums Verrecken sehe ich gerade keins mehr. Mit diesem roten, hohen Gras haben sie es halt echt fast perfektioniert, das Verstecken. Ja, nö. Dann würde ich halt wenigstens gerne noch hier so ein paar Viecher mitnehmen. Kann ich die eigentlich auch mitnehmen? Kann ich nicht. Schade. Das wäre irgendwie ganz nett gewesen. Ja gut, geh mal heim. Die kann ich ja nicht mitnehmen, die würde ich gern mitnehmen. Diese rosa Püschelpflänzchen. Aber ist mir nicht vergönnt. Bleibst du jetzt? Ich hasse es, wenn die Maus auf einmal das Rumspacken anfängt. Ey, du kannst doch nicht so schwer zu fangen sein. Das gibt's doch nicht. Und die Maus spackt schon wieder. Gut, jetzt geht's heim. Ich habe keinen Bock mehr. Leckt mich doch am Arsch. Ernsthaft. Was ist das denn hier? Ach, das ist der Schatten von einer unserer Sonden. Kameras. Caution. 30 seconds of oxygen remaining. Und wieder so eine gottverdammte Scheiß-Mondfinsternis. Die nervt tierisch. Aber wir haben jetzt echt keine biomtypische Pflanze. Das kann doch fast nicht wahr sein. Hier so eine davon. Bisschen Hirnpflanze. Diese Fächer, die waren doch auch relativ biomtypisch, oder? Der blauen Fächer. Und dieses komische Gras. Dieses türkis, bläulich, wie auch immer, farbene Gras.
Aber ich glaube, sowas in der Art hatten wir auch vor der Base. Da ist sowas. Genau das meine ich. Ja, davon können wir gleich mehr mitnehmen. So. Inventory voll. Macht aber gar nichts. Jetzt machen wir uns hier erstmal... Hauen wir erstmal die Eier rein. Dann hauen wir die Botanik rein. Und dann würde ich fast sagen, machen wir das auch ein bisschen größer, weil die Viecher sind ja doch etwas größer. Welcome aboard, Captain. So. Hier einmal hoch. Gut. Ich glaube, hier haben wir... die Stalker reingeworfen. Yo. Hier kommen jetzt die rein. Erstmal das. Das. Und dann können wir die hier reinwerfen. Drüben können wir noch das andere Viech reinwerfen. Na, schaut's bei euch jetzt auch schön aus. Das hier noch rein. Habt ihr selber ein Ei gelegt? Das habe ich doch noch nicht. Habe ich da schon ein Ei reingelegt? Habt ihr selber eins gelegt? Brave Tierchen. Also wenn ihr selber gelegt habt, dann Prost. Finde ich gut. Hier ist ein ganz schönes Getümmel. Ihr bräuchtet mal ein paar Spielkameraden, würde ich fast sagen. Ich würde hier auf jeden Fall gerne ein bisschen davon noch nehmen. Mir gefällt einfach dieser gelbe Schein. Der gefällt mir einfach extrem gut, Leute. Ich weiß nicht warum. Ist aber einfach so. Gefällt mir halt verdammt gut. Darum würde ich hier halt gerne eigentlich auch für ein bisschen Schein, für ein bisschen Shiny sorgen. Und hier das Aquarium machen wir auch größer. Wir machen, glaube ich, alle einfach größer. Es tut uns jetzt nicht wirklich weh. Die hier platzen eh bald. Ja, das können wir mal oben erweitern, wir nochmal eine Runde. Aber nicht mehr heute, meine Freunde. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin.